Im Zuge der Mobil-aber-sicher-Kampagne der Polizei Hamburg sind im Juli fast 4000 Fahrzeuge kontrolliert worden. Der Fokus lag dabei unter anderem auf technischen Mängeln. Davon konnten bei Pkw und Lkw 465 festgestellt werden. Ein weiterer Fokus lag auf dem sogenannten ruhenden Verkehr, also beispielsweise parkenden Fahrzeugen. Hier wurden über 16.400 Verstöße festgestellt. Auch einige Straftaten wie 54 Mal das Fahren ohne Führerschein oder 16 Mal das Fahren unter dem Einfluss von Alkohol wurden von den insgesamt 2150 Beamtinnen und Beamten geahndet. Im August sollen sich die Kontrollen auf die Themen Geschwindigkeit und ungeschützte Verkehrsteilnehmer fokussieren.